Ja, hallo, nach der Einstimmung ist das hier meine erste Anleitung zum Corona-Schreibprojekt. Das haben wir bei unserem ersten Treffen gemacht. Darüber haben wir geschrieben am Dienstag, den, ich weiß gar nicht mehr, 12. Februar, glaube ich, 2021. Ja, meine Anleitungen sind kein Hexenwerk, das ist nicht sehr aufwendig. Es ist einfach ein kleiner Stupser. Und es ist mir wichtig, dir immer wieder zu sagen, wenn du ein Thema hast, das dir sowieso auf der Zunge brennt, worüber du sowieso schreiben willst, dann nimm doch erstmal dieses Thema. Jetzt hier meine Idee und die eignet sich gut für den Beginn. Wahrscheinlich gibt es immer wieder mal so Sätze, gerade in Bezug auf Corona oder auf dich und Corona, die dir so immer wieder vorbeikommen im Kopf, die dir immer wieder in den Sinn kommen, manchmal in der Nacht oder untertags, so Sätze, die du gerne aussprechen würdest und wo du dir am liebsten wünschen würdest, dass jemand anderer sie hört und sagt, genau. Also Sätze wie, ich habe zum Beispiel meinen ersten Text über Corona geschrieben mit dem Text, ich leide an Corona und habe damit gemeint, ich leide nicht am Virus, ich bin nicht krank, aber ich leide trotzdem. Es ist eine Art von Krankheit, von Einschränkung, die mich erfasst hat. Und über diesen Text habe ich geschrieben oder ein anderer Satz lautet, ich habe oft so das Gefühl, die Familien rotten sich jetzt so zusammen. Und mit diesem Satz habe ich begonnen, die Familien rotten sich zusammen. Und ich lade dich ein, jetzt erstmal dir ein Blatt Papier zu nehmen, am besten für Brainstormings immer im Querformat und dir ein paar Sätze aufzuschreiben, die sich für dich im Moment auch in irgendeiner Art wahr anfühlen, die jetzt gerade deiner persönlichen Wahrheit entsprechen und eben Sätze, die du, würdest du sie aussprechen, dir wünschen würdest, dass jemand oder stimmt oder sagt. Schreib dir ein paar solche Sätze auf und dann mach eine kleine Pause, geh nochmal zurück zu deinem Blatt Papier und dann nimm dir einen dieser Sätze und schreib über ihn. Nimm ihn als Beginn deines Textes und lass dich treiben 45 Minuten lang, wohin führt dich dieser Satz, dieser Text, der von diesem Satz ausgeht. Wenn du möchtest, das ist immer ein besonders schöner Trick oder einfach auch ein Stilmittel, eine Möglichkeit, kehre am Ende deines Textes nochmal in irgendeiner Form zu diesem Satz zurück, indem er sich vielleicht während des Textes verändert hat, indem du ihn jetzt anders siehst oder indem du ihn einfach nochmal bekräftigst und bestätigst. Achte bitte in deinem Text darauf, dass du über persönliche Erfahrungen Erfahrungen und Erlebnisse schreibst, eben nicht so sehr über Meinungen. Natürlich darfst du deine eigenen Gedanken uns mitteilen, aber präsentiere sie uns nicht als Meinung. Das ist so. Ich finde so. Wenn, dann als persönliche Meinung, die du vielleicht hier und da auch in Frage stellst, aber nicht als absolute Wahrheit, sondern alles ist persönlich in diesen Texten. Darum soll es gehen. Mein Lektor sagt immer, keine Regierungserklärungen. Also, schreib dir Sätze auf, dann nimm einen, schreib 45 Minuten darüber und wenn du möchtest, kehr am Ende deines Textes nochmal an den Anfang, an den Ausgangspunkt zurück. Dabei wünsche ich dir viel, viel Freude. Deine Barbara Pache-Eberhardt.